Wurdest du auch schon mal von einem anderen Menschen dafür angegriffen, wie du lebst? Zum Beispiel, vielleicht bist du ein Raucher und hast da irgendwie gemütlich eine Zigarette geraucht und jemand anders kam auf dich zu und hat dich beleidigt oder darauf angesprochen, wie man das überhaupt machen kann, weil du ja die Umwelt damit schädigst, das Gesundheitssystem damit schädigst und auch die Menschen in deinem Umfeld. Ein anderes Beispiel, vielleicht isst du auch ab und zu auch noch mal gerne Fleisch. Und es kommt jemand auf dich zu, der einfach dann sagt, hey, wie kannst du heutzutage noch Fleisch essen? Das beeinflusst uns in den Klimawandel. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das Tierleid, du sorgst dafür, dass die Tiere leiden, dass wir eine Monokultur haben, dass nur noch Tierfutter angebaut wird und wir Menschen weniger Nahrung für uns haben. Also der Veganismus ist der einzige Weg aus der Krise. Diese beiden Beispiele waren vielleicht jetzt noch mal ein bisschen extrem. Aber wenn du auch schon mal angegriffen wurdest, einfach dafür, für die Art und Weise, wie du lebst, dann würde ich auch gerne von dir davon hören. Schreib es mir einfach mal unten in die Kommentare, wie du dich dabei gefühlt hast oder wie du dann angegangen worden bist. Wie gesagt, das sind extreme Beispiele. Aber auch darum geht es in diesem Video. Reden wir über die Unterschiede von Radikalismus und Extremismus. Und darüber, warum alle Extreme meiner Meinung nach schädlich sind, und zwar in jeder Lebenslange. Auf geht's zu diesem Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video, was einmal ganz anders ist als das, was du vielleicht von mir gewohnt bist. Reden wir über Extremismus und extreme Ansichten, über radikale Ideen und warum diese Begriffe nicht das Gleiche meinen. Was ist überhaupt Extremismus? Der Begriff leitet sich von Extremus ab, der im Lateinischen das Äußerste bedeutet, also die Steigerung von außen. Er wird meist im Zusammenhang mit politischen Parteien oder Ansichten benutzt, die im linken oder im ganz rechten Spektrum ganz außen sind. Aber auch im religiösen Kontext spielt Extremismus im Sprachgebrauch bei uns eine wichtige Rolle. Eine gute Definition liefert der Politikwissenschaftler Uwe Backes. Extremismus beinhaltet einen Absolutheitsanspruch, der aus bestimmten Kernaussagen über die Welt besteht, von denen Extremisten behaupten, sie gründeten auf objektiven Erkenntnissen und seien absolut wahr. Danach resultiert extremistisches Denken aus der fehlenden Bereitschaft, Mehrdeutigkeit in der Bewertung politischer Phänomene zuzulassen. Das politisch lassen wir mal ein bisschen außen vor, aber es hat nicht nur was mit Politik zu tun. Aus dieser Definition lassen sich nämlich nicht nur politische Extreme ableiten, sondern noch sehr viel mehr. Ein paar weitere Beispiele, wo man Extremismus finden kann. Zum Beispiel im Sport. Ja, wir kennen diese Hooligans oder diese Ultra-Fans, die keine andere Meinung zulassen. Ihr Verein, meistens ja Fußball, ist der Verein schlechthin. Alle anderen werden niedergemacht, werden nicht akzeptiert, andere Meinungen zu anderen Vereinen werden nicht akzeptiert und es geht sogar so weit, dass diese Personen gewaltbereit anderen gegenüber sind, die nicht ihre Meinung, also ihre Liebe für ihren Verein teilen. Das andere Extrem ist in der Ernährung. Wir haben dort ganz, ganz viele Erscheinungsformen und vielleicht die extremsten sind so diese radikalen Veganer. Die Vegetarier sind meistens noch ein bisschen, na, sagen wir mal, zurückhaltend und nicht so extrem, aber es gibt ganz viele Ansichten. Es gibt natürlich aber auch die andere Seite, diese Karnivoren, die auch ihre Lebensweise absolut und maximal unterstützen wollen. Und da prallen dann oftmals Welten aufeinander, wenn die eine Seite die anderen versucht, sie von ihren Überzeugungen, ja, zu überzeugen in dem Fall. Man könnte fast mittlerweile sagen, dass in unserer doch eher weniger religiösen deutschen Gesellschaft, ich sag mal vielleicht auch die westeuropäische Gesellschaft, die immer weniger religiös wird, die Ernährung eine neue Form der Religion geschaffen hat. Also Ernährung scheint eine neue Form von Religion zu sein. Wenn man dann mal auch sagt, ja, ich lebe den Veganismus, ja, dieses Ismus, ja, kennen wir auch den Buddhismus, Hinduismus. Das hat auch so ein bisschen was von der Religion. Natürlich gibt es auch weiterhin die Extreme in der Religion.
auch hier diese verschiedenen Weltanschauungen. Ich möchte jetzt gar nicht so viele davon in den Mund nehmen, weil eigentlich jede Religion ihre extremistischen Anhänger hat. Dann gibt es auch noch Extreme bei den Klimaschützern. Wer kennt sie nicht? Die radikalen Klimaschützer, die sich irgendwie auf den Straßen festkleben, kilometerlange Staus dadurch verursachen, um auf den Klimawandel hinzuweisen, aber mit ihren extremen Aktionen eigentlich nicht wirklich viel bewegen können. Außer, dass die Menschen, die es gerade betrifft, die in diesem Stau sind, einfach nur genervt sind und noch mehr wegschauen und noch mehr diesen Weg ablehnen. Das sind also Aktionen, die medienwirksam sind, die extrem sind, aber man bewegt damit gar nichts. Extreme gibt es in der Medizin, dass man einfach bestimmte Behandlungsformen entweder total sagt, hey, das ist das Allerbeste, man kann nichts anderes machen, oder halt aber auch das andere Extrem, alle möglichen Behandlungsmethoden ablehnt. Aber in diesen Bereichen gibt es noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Ja, also egal, welcher Aktivismus dahinter steht, es gibt in allen Lebenslagen ganz extreme Bereiche. Man merkt es einfach, man kann mit diesen Menschen nicht mehr vernünftig diskutieren auf einer Wellenlänge. Und das bringt uns auch dazu, warum Extreme eigentlich schlecht sind und warum ich jede Form von Extremismus absolut ablehne. Extreme spalten und polarisieren die Gesellschaft. Ja, zum Beispiel beim Magnet, der zieht andere Dinge an, aber wenn man zwei Magneten hat mit unterschiedlicher Polung, dann spaltet es das. Dann ist nicht mehr zusammen, sondern man stößt einander ab. Das ist aber auch das, wenn man einem mit Gewalt begegnet, ja, egal ob das jetzt verbal ist, angegriffen wird oder vielleicht sogar körperlich, der Mensch reagiert darauf mit Abwehrhaltung. Ja, also entweder man flüchtet oder man wehrt sich, ja, aber es kommt zu keinem Konsens. Durch die mangelnde Bereitschaft, andere Meinungen zuzulassen, ist dann auch der Meinungsaustausch mit diesen Menschen, die diese extremen Ansichten haben, oft nicht möglich. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens sind die so festgefahren und lassen keine andere Meinung zu, wie wir auch in der Definition gehört haben. Extremismus ist grundsätzlich mal latent gewaltbereit, nämlich laut und aufdringlich. Das muss nicht mal physische Gewalt sein, ja? Aber ganz oft halt auch zumindest verbal, psychisch und oft natürlich auch tatsächlich mit physischer Gewalt einhergehend. Und das ist, wie gesagt, unangenehm für andere und die distanzieren sich. Niemand möchte in seinem Weltbild, in seinem eigenen Weltbild eingeschränkt werden und dafür angegangen sein. Ja, man kann das vielleicht auf eine vernünftige Art, wenn man diskutiert, kann man darüber nachdenken. Aber wenn du direkt angegriffen wirst, dann gehst du sofort in die Abwehrhaltung und willst dich dagegen wehren. Wie gesagt, auf Druck wird mit Gegendruck reagiert. Wer angegriffen wird, verteidigt sich. Und deswegen spaltet der Extremismus. Jetzt gibt es aber auch einen Unterschied zu Radikalismus. Auch wenn es oft in einem Zusammenhang genannt wird, der Extremismus und der Radikalismus. Es sind aber zwei verschiedene Dinge. Radikal stammt von Radix ab und Radix bedeutet Wurzel. Radikale Ideen wollen also etwas von der Wurzel an, also von Grund auf verändern. Radikal zu sein oder radikale Ansichten zu haben, ist per se nicht etwas Schlechtes. Ja? Zum Beispiel haben wir jetzt ja auch eine radikale Änderung in der Einstellung zu unserer Energiegewinnung. Schon seit Jahren. Wir wollen weg von der fossilen Energie in eine nachhaltige Energie. Und das ist tatsächlich wirklich etwas, was von der Wurzel heraus anders gemacht werden soll. Das ist ein wirklich radikaler Schritt, eine radikale Idee, die grundsätzlich aber auch notwendig ist. Und dazu braucht es halt einfach radikale Änderungen im Mindset, radikale Änderungen in der Gesellschaft und in dem Fall auch radikale Änderungen, wie man Energie gewinnt oder auch dieser radikale Umschluss, dass man sich nicht abhängig macht von nur einem Lieferanten oder von ein paar wenigen Lieferanten oder Ländern. Ja, auch das ist ein radikales Umdenken, das politisch, aber auch in der Gesellschaft gerade stattfindet. Menschen mit radikalen Ideen oder radikalem Verhalten können sich aber immer noch Meinungen anderer anhören und auch sachlich diskutieren. Menschen, die dagegen extreme radikale Anschauungen haben, können das nicht. Und da lohnt dann auch keine
Diskussion. Hier haben wir wieder diese Verquickung. Wir haben einmal über den Extremismus gesprochen, einmal über den Radikalismus gesprochen, aber es gibt auch diesen radikalen Extremismus. Und das ist dann die Form, wo man keine Diskussion mit den Leuten führen kann. Wenn man merkt, dass ein Mensch sich anderen Argumenten massiv verschließt und sich eine Diskussion immer und immer wieder im Kreis dreht, also auch kein Meinungsaustausch möglich ist, dann rate ich dir ganz dringend, diese Person zu ignorieren. Freundlich, aber bestimmt. Du kannst dir dann auch sogar sagen, dass du über das Thema nicht mehr mit ihm oder mit ihr reden möchtest. Lass dieser Person ihre Meinung, aber lasse dich davon auch nicht herunterziehen. Das ist nämlich das Nächste. Oft werden wir dann von solchen radikalen Aussagen runtergezogen, einfach weil wir merken, hey, das tut nicht gut. Dieser Mensch reitet immer nur darauf rum und darauf rum und darauf rum und das macht uns ein schlechtes Gefühl. Und davon müssen wir Abstand haben. Das heißt, wenn du eine Person hast, die mit solchen radikalen Ansichten zu dir kommt, dann sprich mit ihr darüber, sag ihr, pass auf, über das Thema möchte ich nicht mehr mit dir sprechen. Sollte das nicht möglich sein, gehst du einfach. Ja, dann ist diese Person nicht dieser richtige Mensch in deinem Leben. Das ist egal, ob das jetzt irgendwo in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ist oder irgendwo am Stammtisch, das wäre sicherlich nicht so dramatisch. Ja, dann gehst du entweder nicht mehr hin oder du quatschst einfach am Stammtisch mit den anderen Leuten. Aber oft hilft es auch schon, dass du einfach sagst, pass auf, über das Thema besser reden wir nicht, weil es gibt nur Streit. Es ist nämlich viel angenehmer, sich in einer sachlichen Diskussion mit einem echten Meinungsaustausch zu befinden, als wenn jemand alle anderen Absichten blockiert und sich dafür verschließt. Deswegen trenne dich von solchen Menschen. Man muss ja auch nach so einer Diskussion nicht einer Meinung sein. Also wenn Menschen haben immer mehrere Ansichten. Einer hat vielleicht eine radikale Idee oder eine radikale Ansicht. Ja, du hast eine andere Ansicht. Ihr tauscht euch darüber aus, ihr sprecht darüber in einer sachlichen Diskussion. Habt diesen Meinungsaustausch, aber merkt nachher, okay, ich behalte meine Meinung und der andere behält seine Meinung. Also man muss danach nicht einer Meinung sein. Das ist noch nicht weiter schlimm. Aber nur mit solchen Menschen kann man halt nachher auch reden. Ehrlich gesagt wachsen wir ja auch durch diesen Meinungsaustausch. Wir wachsen in unserem Weltbild, in unserer Anschauung, in unserem Leben dadurch, dass wir andere Meinungen hören und sie mit unseren Meinungen und Werten vergleichen. Das ist einfach ein sehr, sehr positiver Ansatz. Ne? Man kann dadurch andere Meinungen kennenlernen, sein eigenes Weltbild verändern und seine eigene Weltanschauung auch vergrößern. Man kann über den Horizont hinausblicken, über seinen eigenen Tellerrand. Besonders, wenn man sich danach mit dem Thema und den Fakten dazu nochmal weiter beschäftigt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich lehne jede Art von extremen Sachen ab. Und so lebe ich nachher auch. Ich bin weder extrem sportlich, noch lebe ich extrem gesund und habe auch keine anderen extremen Ansichten. Aber ich achte auf mich und mein Wohlbefinden. Naja, vielleicht bin ich doch in einem Punkt extrem. Ich bin nämlich extrem neugierig. Doch ich versuche mittlerweile, mein Umfeld damit nicht mehr zu sehr zu nerven und die ständig irgendwelche Löcher im Bauch zu fragen, sondern ich nutze meine Neugierde weiterhin, um die Welt um mich herum zu verstehen und um mehr zu lernen, um zu wachsen und meinen eigenen Horizont zu erweitern. So viel soll es erstmal zu diesem Thema gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielleicht konnte ich dir damit ja auch helfen, wie du mit extremen Meinungen und mit extremen Menschen umgehen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte ein Like und lass ein kostenloses Abo da, damit du keines meiner weiteren Videos mehr verpasst. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, mit welchen Arten von Extremismus du in deinem Leben schon konfrontiert worden bist und wie du damit umgegangen bist. Das würde mich, wie gesagt, in diesem Zusammenhang wirklich sehr interessieren. Bis zum nächsten Video. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund und neugierig. Ciao, ciao.